Herzlich willkommen bei Elite Dangerous und Zion Park Video on Air. Es begleitet euch Commander John Heisberg, der euch mitnimmt auf die kleinen und großen Abenteuer. Falls ihr diesen Kanal mögt, den ein oder anderen Beitrag auch, dann würde mich ein Abo sehr freuen. Dankeschön. Schön, dass ihr zugeschaltet habt. Ich bin Commander John Heisenberg und ich war jetzt bei Commander Bishi auf seinem YouTube-Kanal Gamer Order zu Gast zu einem Interview. Und in seiner Version gab es drei Teile. Ich habe hier mal einen Mitschnitt gemacht und bei mir gibt's hier dieses Interview in voller Länge. Viel Spaß und ja, würde mich freuen, was ihr davon haltet. Vielleicht am Ende des Videos unten in den Kommentaren einfach mal was reinschreiben. Mich würde es interessieren, was ihr davon haltet. Gut, das soll es erstmal an dieser Stelle gewesen sein. Viel Spaß beim Interview. Bis gleich. Wir werden in der Smalltalk-Runde immer wieder halt Gespräche über Space Sims halten, egal zu welchen Spielen auch immer. Und wenn du mal an unserer Meinung interessiert bist, beziehungsweise wenn du deine Meinung auch vielleicht ein bisschen bilden willst oder umgestalten möchtest, dann bist du hier in diesem Video richtig. Ich denke, ich werde zukünftig auch weitere Folgen von den Smalltalk-Videos machen. Und dann will ich direkt anfangen. Heute mit dabei ist John. Ja, namens Bishi, namens an den Rest hier. Ich freue mich, dass du dabei bist und ich dachte mal, wir können ja so ein bisschen über die Thematik Elite Dangerous sprechen, vielleicht auch im Nachhinein ein bisschen über Star Citizens. Ich würde nämlich deine Meinung dazu wissen wollen, denn wie ihr alle wisst, die Meinung aller Gamer ist für mich persönlich sehr wichtig, beziehungsweise auch sehr interessant, denn ich würde gerne wissen, was ihr über gewisse Themen hält und deswegen dachte ich mir so, okay, cool, John ist bereit auf jeden Fall was von sich zu erzählen, über seine eigene Meinung, was er über verschiedene Thematiken und Punkte denkt und da denke ich, sollten wir mal auch zuhören, was John so zu sagen hat. Was denkst du darüber, John? Ist das eine gute Idee? Ja, auf jeden Fall. Ich denke mal, es gibt viel Gesprächspotenzial, gerade bezüglich Elite Dangerous. Aktuell ja auch, wenn man bedenkt, dass die Space Legs ja nicht nur in Aussicht gestellt werden, sondern definitiv kommen. Und ich denke, da gibt es sehr viele Parallelen, gerade zu Star Citizen, ja. Genau. Das ist ja der Punkt, warum ich auch eigentlich die Thematik im YouTube-Channel aufgreifen wollte. Dazu habe ich ja auch ein Video gemacht. Das Video habe ich dann später im Nachhinein rausgenommen, weil ich ein paar Informationen falsch dargestellt habe, wie beispielsweise das mit den 500 Millionen, also die 500 Millionen in Star Citizens, das ist der Wert der Firma, aber die haben nicht 500 Millionen eingenommen. Star Citizens hat tatsächlich über Spenden 315 Millionen eingenommen zu diesem Zeitpunkt jetzt, aber der Wert der Firma liegt bei 500 und da war die Information oder von meiner Seite aus die Information falsch dargestellt und deswegen dachte ich mir so, okay, das kann ich nicht so stehen lassen und deswegen habe ich das Video da rausgenommen. Aber ich habe ein paar Fragen erstmal zu dir und zwar, weil es interessiert mich auch sehr, was du über Elite Dangerous hältst, beziehungsweise wie findest du das Spiel, wie bist du überhaupt zu dem Spiel gekommen? Oh, jetzt gehöre ich ja altersmäßig schon zu den alten Säcken und habe mir ganz am Anfang gedacht, oh geht. In dem Alter jetzt bildest du bestimmt wieder eine ziemlich hohe Altersgruppe und wirst alle anderen übertrumpfen. Aber allerdings habe ich festgestellt, ich bin nicht der Einzige. Es gibt viele alte Säcke, die sich an Elite drangehen. Und die Erfahrung zeigt, dass man auch viel Geduld mitnehmen muss. Elite habe ich kennengelernt bereits 1984, als es damals noch blanke Vektorgrafik war und ich sag mal sehr unansehnlich gegenüber heute. Damals war vorwiegend die Illusion, man
wäre im Weltall das, was es eigentlich maßgeblich ausmachte. Im Laufe der Jahrzehnte hat sich Elite Dangerous, wie es jetzt heißt, enorm verändert. Und die Grafik ist deutlich ansprechender geworden und im kein Vergleich zu früher. Allerdings, hat auch Nachholbedarf. Wobei das Grundprinzip von Elite Dangerous von früh an erhalten ist. Ich finde es gut, dass man hier dran festgehalten hat. Allerdings, es ist auch ein bisschen dusty, das heißt, ein bisschen eingestaubt und hier und da muss aufpoliert werden, ganz eindeutig. Ja, da hast du vollkommen recht, so sehe ich das auch und da freue ich mich aber an der Stelle, dass Frontier der Community zuhört, ja, und auch auf die Community eingeht, weil man kann ja viele Forumbeiträge lesen, also ich persönlich bin jetzt nicht derjenige, der im Forum unterwegs ist und sich die Beiträge durchliest, ich bin eher derjenige, der auf YouTube halt die Beiträge von anderen Gamern gerne sieht, beziehungsweise denen auch zuhört und das machen, denke ich, auch viele Spieler. Deswegen finde ich das auch klasse, dass wir gemeinsam über diese Thematik halt sprechen können. Ich weiß auch, dass du halt Elite sehr magst und gerne spielst. Was hältst du überhaupt über den Punkt Elite Dangerous Odyssey? Was denkst du, wird Frontier damit erreichen? Wird das positiv sein, negativ? Was würdest du dir wünschen? Also zunächst mal denke ich, dass dies mit den Space Legs, mit den Weltraumbeinen, wenn man das wörtlich übersetzen möchte, ein notwendiger, unausweichlicher Schritt ist. Ich habe Elite Dangerous speziell erst 2019 kennengelernt. Und zwar, als ich aufgrund einer Fehldiagnose ein halbes Jahr meinen Dienst nicht fortführen konnte. So habe ich dann die plötzlich Freizeit genutzt, um mich diesem jüngst bekannten Spiel zu widmen. Habe natürlich festgestellt, oh, enorme Fortschritte. Und für mich war es erstmal ein blankes Chaos, sich da ein bisschen einzufinden. Hat eine Weile gedauert. Aber ich habe jetzt auch ein halbes Jahr Zeit gehabt, beziehungsweise seit dem Zeitpunkt, mich in dieses Spiel einzupflegen und ein bisschen nachzuholen, wo andere schon 5 Jahre Vorsprung hatten. Ich denke mal, dass es Frontier keine andere Möglichkeit hat. Auch Star Citizen hatte ich seit längerem schon auf dem Programm, auf dem Schirm, habe es auch selbst schon installiert und ausprobiert. Und bin begeistert gewesen von dieser doch recht filigranen Zeit, die man da investiert hat. Die Tatsache, dass man da aktiv laufen kann, aus dem Raumschiff raus, in die Station rein und so weiter, fand ich schon sehr beeindruckend. Und für mich war es nur ein logischer Schritt, nicht die Frage, ob Frontier hier mitzieht, sondern nur wann. Ja, verstehe ich vollkommen. Das war auch der ausschlaggebende Punkt für mich zu sagen, ich habe mal ein Video gedreht in der Vergangenheit, könnt ihr euch auch im Gamer Order angucken, zu sagen, okay, alles klar, das ist der nächste logische Step, den Frontier machen muss. Ansonsten ist für mich persönlich, also das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, sonst ist für mich persönlich das Spiel gestorben. Ja, also klar, natürlich gibt es viele Gamer, wo ich sage, kann ich auch gut verstehen, die sagen, okay, alles klar, es reicht für mich, dass ich im Raumschiff fliege und unterwegs bin im Weltraum und erforschen kann oder rumballern kann oder sonstiges. Ich brauche keine Space Legs, ich muss nicht auf dem Schiff rumlaufen oder auf Station oder sonstiges. Die Gamer verstehe ich definitiv. Für mich ist aber auch, so wie du es selber gerade gesagt hast, der nächste logische Schritt, dass man Space Legs bekommt, sprich, dass man aufstehen kann, beziehungsweise vielleicht aus dem Raumschiff zuerst rausgehen kann, um sich das Ganze anzugucken. Definitiv. So sehe ich, also ich sehe das genauso wie du. Ja, das ist der nächste logische Schritt, weil der Fortschritt geht ja weiter.
Ne? Und wenn man sich das Ganze anguckt, wohin die Gamer hingucken, ja, oder was für Spiele gespielt werden, dann kann man halt beobachten, dass die Leute einfach zu Fuß auch vieles entdecken wollen, nicht nur im Raumschiff, im Weltraum. Oder was, wie denkst du darüber? Also ich will es mal so sagen, ich bin ja gemeinsam mit den anderen, die mittlerweile die Gruppe der über 50-Jährigen sind, nicht nur alte Säcke, denn man darf auch nicht vergessen, wir sind Gamer der ersten Stunde. Damals, als die ersten Spiele sich entwickelt haben und präsentiert wurden, waren wir dabei. Wir sind quasi das Urgestein der Gamer, sag ich mal. Und wir haben diese ganze Entwicklung über diese Jahrzehnte mitgekriegt. Und gerade unsere Generation ist auch, sag ich mal, inspiriert und verwöhnt von den alten Star Trek Serien, von den Filmen und so weiter. Und ich muss sagen, als ich ein kleiner Junge war, habe ich immer gedacht, wenn ich mal hinter irgendwann groß bin, dann kannst du auch in solchen Dingern fliegen. Heute ist die Erkenntnis so, dass man sagt, okay, kannst du dir abschminken. Allerdings finde ich es genial, dass wir zumindest die Möglichkeit haben, unsere Träume hier virtuell ausleben zu können. Und da trägt Elite Dangerous natürlich maßgeblich zu bei. Nun hat Frontier das Problem, dass sie sich mit Star Citizen messen muss. Meinst du wirklich, dass sie sich mit Star Citizen messen müssen? Auf jeden Fall. Okay. Auf jeden Fall. Warum? Schon alleine, Elite ist ein Klassiker. Elite ist ein absoluter Klassiker, historisch gesehen. Weil gibt es das jetzt seit 36 Jahren. In der Zeit sind andere Games schon lange untergegangen. Star Citizen ist, sag ich mal, in ihrer Art und Weise zu interagieren, sehr fortschrittlich, sehr, sehr weit voran. Und Frontier steht jetzt im direkten Wettkampf mit Star Citizen, beziehungsweise Elite mit Star Citizen. Und die Frage ist, wer wird bleiben? Wenn sie jetzt nichts tun, wird Star Citizen, obwohl sie in der Alpha-Version immer noch nichts zustande gebracht haben, also noch keine offizielle Version, noch nicht mal eine Beta, aber trotzdem sind sie Vorreiter. Man kann es schon zocken und Elite wird sich dran messen müssen, weil es ist der einzige direkte Konkurrent, der die Illusion, sich im Weltraum zu bewegen, in dieser Art und Weise präsentiert und repräsentiert. Ja, okay, verstehe ich vollkommen. Aber ganz ehrlich, also meine persönliche Meinung dazu ist, dass Star Citizens und Elite Dangerous man gar nicht miteinander vergleichen kann, weil du hast vollkommen recht, Star Citizens ist technisch extrem weit voraus und die entwickeln das Spiel, beziehungsweise auch die Programmierung des Spiels und die probieren da neue Systeme aus und alles Mögliche, was die Programmierung des Spiels angeht. Trotzdessen ist es natürlich nicht fertig. Ja, das heißt für mich, man kann tatsächlich meiner Meinung nach Star Citizens erst dann messen, wenn es fertig wird. Ja, weil wir reden hier gerade über Elite Dangerous, über ein fertiges Spiel, was ein DLC erfahren wird, beziehungsweise ein DLC bekommt, also ein Update so gesehen. Und mit diesem Update geht es schon in die Richtung, dass wir dann auch herumlaufen können, was natürlich in Star Citizens die Spieler ja schon sehr lange machen, ja, und erfahren konnten von Anfang an. Aber trotzdessen ist das ein Spiel, das erst in der Entwicklung ist und da ist noch gar nichts fertig, ja. Also klar, da sind ein paar Punkte von der Grafik her in Ordnung und da wird weiter dran geforscht und gearbeitet. Und deswegen bin ich jetzt persönlich in der Meinung, dass man immer noch die beiden Spiele nicht miteinander vergleichen kann. Ja, das sehe ich ein bisschen anders. Okay. Ich denke, dass die dass Star Citizen und Elite Dangerous auf jeden Fall führend sind in ihrer Art und Weise. Ja, das definitiv sehe ich genauso. Ja. Allerdings befinden sich beide Spiele auf einem unterschiedlichen Entwicklungsstand.
während Frontier mit Elite Dangerous ein fertiges Game abliefert, steckt Star Citizen, ich weiß jetzt noch nicht mal, welche Firma ist das jetzt direkt? RSI, also Robert Space Industries nennt sich das, ja, glaube ich. Ne? Ja, genau. Oder CIG, ja, sagen manche. Ich weiß es jetzt nicht ganz genau, ob es CIG oder Robert Space. Also ich sage immer Robert Space halt. Ne? Ja. Zumindest sieht es so aus, dass aus meiner Sicht man bei Star Citizen Perfektionismus auf oberster Ebene betreibt. Man will alles von Anfang an durchstrukturiert und perfekt haben. Das dauert elendig viel Zeit. Und ja, wir sehen es. Star Citizen steckt nach 10 Jahren immer noch in der Alpha. Es ist noch nicht ansatzweise in Sicht, wann überhaupt eine Beta vorauskommt. Ja, genau. Das ist ja der Punkt. Ne? Und Elite Dangerous ist vergleichsweise ähnlich führend, allerdings auf einem anderen Entwicklungsstand. Es geht nicht hier um Perfektionismus in erster Linie, sondern um fertiges Game abzuliefern, denn man darf letztendlich nicht vergessen, beides sind Firmen, die natürlich ein Produkt haben, mit dem sie Geld verdienen wollen. Und das steht natürlich in vorderster Linie da. Die machen das ja nicht nur aus Spaß, damit wir Freude dran haben, sondern die wollen ja auch natürlich Geld verdienen. Das ist richtig. Was durchaus berechtigt ist. Es sind Programmierer da, die müssen die ganzen Ideen umsetzen, was an sich schon ein Gewaltakt ist. Ja, die müssen allerdings ja auch bezahlt werden, ne? Naja, eben. Und das muss sich ja letztendlich muss sich das rentieren. Während Frontier aber mit Elite Dangerous ein fertiges Spiel abliefert und sagt, okay, wir wollen es jetzt nicht ganz so perfekt. Wir machen erstmal das Grundgerüst und im Großen und Ganzen soll alles stimmen. Und die Feinarbeiten, die bauen wir dann hinterher irgendwie mit ein. Und man merkt das deutlich. Ja. Bist du eigentlich ein Fan von Elite Dangerous oder von Star Citizens oder bist du ein Fan von beiden Spielen? Ich bin eigentlich ein Fan von beiden Spielen. Allerdings muss ich sagen, ich bin auf der einen Seite sehr beeindruckt über diese perfektionistische Art, mit der Star Citizen jetzt aufgebaut wird. Allerdings sind auch viele Bugs da drin. Natürlich, es sind Leute dabei, die sagen, ich bin Fan von Star Citizen und es ist ja noch eine Alpha-Version. Allerdings mag ich gerne ein fertiges Konstrukt und das ist bei Elite Dangerous der Fall. Ich habe Star Citizen getestet und festgestellt, dass doch einiges sehr buggy ist, zumindest aus meiner persönlichen Sicht. Mit dem nächsten Update ist dann die Kohle wieder futsch gewesen und man glitscht durch irgendwelche Räume durch, befindet sich plötzlich im Weltall und all sowas. Das war alles eine Sache, wo ich sage, das machte mir persönlich noch einen sehr unfertigen Eindruck. Was denkst du, dauert das zu lange jetzt mit der Entwicklung von Star Citizens oder ist das noch angemessen zu sehen, dass sie immer noch in der Alpha stecken? Sie sind noch in der Alpha, allerdings sind sie Vorreiter und direkter Konkurrent von Elite Dangerous. Beide messen sich. Und ich denke mal, dass viele das vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben, dass hier ein regelrechter Wettkampf stattfindet. Gerade Frontier mit Odyssey misst sich an Star Citizen. Die Spieler tun es, weil sie zu Star Citizen liebäugeln, sich das Spiel herunterladen, ausprobieren und so weiter. Und ich denke, die virtuellen Weltraumpiloten werden hier schon auf beide Spiele ein Auge drauf werfen. Meinst du, dass es in Ordnung ist, dass es eine gewisse Konkurrenz zwischen Elite Dangerous und Star Citizen Spielern gibt? Also ich meine in der Hinsicht, ich spiele Star Citizens, du spielst Elite Dangerous oder umgekehrt, finde ich nicht toll. Findest du das gut? In gewisser Hinsicht schon. Ich meine, jeder hat so seine Vorlieben und es gibt Leute, die dann sagen, ja, bei Star Citizen fühle ich mich besser aufgehoben, deren Umsetzung gefällt mir halt besser. Und
Frontier hat natürlich auch gesehen, dass hier eine Abwanderung stattfindet. Und wir als Community sehen es natürlich auch, weil Elite Dangerous wirkt so ein bisschen dusty. Das heißt, du spielst teilweise ziemlich auf einsamen Strecken, wo man wirklich sagt, okay, ist denn hier sonst kein anderer? Du hast einen Haufen NPCs, die so ein bisschen Leben suggerieren. Allerdings, naja gut, da schaut man in Discord, Teamspeak oder sonst wer vielleicht gerade aktuell online ist, da merkt man dann doch, dass viele, die jetzt seit 6 Jahren mittlerweile Elite Dangerous spielen, ja, dann doch größere Offline-Zeiten haben, als es Frontier vielleicht lieb ist, ne? Ja klar, definitiv. Das merke ich ja auch. Ich sehe das ja auch an unserer Truppe beispielsweise XGOS und so weiter. Ich habe ja in der Vergangenheit gesehen, wie viele Leute online aktiv gespielt haben. Und jetzt kann man halt sehen, dass es nicht mehr viele übergeblieben sind, die das Spiel überhaupt anmachen. Da hast du vollkommen recht. Und deswegen denke ich auch, dass es gut ist, dass Elite Dangerous jetzt den Schritt macht und was Neues bringt, weil es ja halt einen frischen Wind, sag ich mal, wieder einweht, ja, in das Game, sag ich mal jetzt ganz salopp. Trotz dessen würde ich mir aber auch wünschen, dass die Fans von Star Citizen oder auch die Fans von Elite Dangerous gemeinsam zocken, beziehungsweise sich vielleicht über diese Thematik unterhalten, also finde ich jetzt persönlich, weil für mich ist jeder, der ein Spiel spielt, ein Gamer. Ja, so sehe ich das. Das bedeutet nichts anderes meiner Meinung nach, ist es komplett egal, ob der Gamer jetzt beispielsweise World of Warcraft spielt oder beispielsweise Elite Dangerous oder Star Citizens oder World of Warships oder Escape from Tarkov. Es ist halt ein Gamer. Es ist ein Mensch, der gerne ja, eine Simulation spielt, beziehungsweise sich in einer Simulation befindet und Erfahrungen halt in einem Spiel sammelt, was ihm gefällt. Ja, und ich habe selber festgestellt, dass viele echt verbissen sind in Star Citizens, ja, und gar nicht in die Richtung Elite Dangerous schauen wollen, aber es ist auch so genauso umgekehrt, ja, das bedeutet, es gibt viele Elite Dangerous Gamer, die gar nicht in die Richtung Star Citizens gucken möchten, und da frage ich mich, ey Leute, warum? Ja, also ohne jemanden schlecht zu machen, will ich auch gar nicht schlecht machen, weil wie ich schon gerade gesagt habe, der Star Citizen Spieler ist für mich genauso ein Gamer wie Elite Dangerous Spieler. Ja, und ich denke, die Gemeinsamkeit liegt darin, dass wir alle Space Sims, also Simulationen, Space Simulationen lieben, ja, und beide Spiele geben uns halt den Kick, in einer Space Simulation sich zu befinden und dort halt mit der Umwelt auch zu interagieren, vielleicht jetzt zurzeit noch immer auf eine andere Art und Weise, sprich, wir haben ja in Elite Dangerous noch keine Space Legs, aber die kommen ja jetzt, ja, das bedeutet nichts anderes, wir werden tatsächlich die Möglichkeit haben, auch wie in Star Citizens herumzulaufen, natürlich mit einer komplett anderen Grafik. Die Grafik kann vielleicht den einen oder den anderen zusagen oder auch nicht, ja, weil Star Citizens geht da ja wirklich perfekt ins Detail, ja, das kann man ja auch sehen. Und deswegen kann ich aber nicht verstehen, wie ja so eine Konkurrenz unter den Gamern entstehen kann. Das verstehe ich einfach nicht. Ja, ich habe auch erlebt, dass was man auch in Elite Dangerous sehen kann. Beispielsweise hier, ich habe die stärkeren Waffen, hier, ich habe eine bessere Lackierung als so, oder ich habe eine andere Lackierung, weil sie mir besser gefällt oder sonstiges. Und in Star Citizens habe ich aber wiederum erlebt, hier, ich habe ein Schiff, der andere sagt, okay, ich habe 5 und der andere sagt, ich habe 10. Diese Konkurrenz verstehe ich nicht. Kannst du das nachvollziehen? Naja, in gewisser Hinsicht schon. Nun sieht es so aus, dass Star Citizen Möglichkeiten bietet, von denen wir in Elite Dangerous nur träumen. Und wir werden als Elite-Community werden wir feststellen, dass Elite, nachdem Odyssey raus ist und vielleicht ein, zwei Updates erfahren hat im Nachhinein, einen deutlichen Zuwachs wieder bekommen wird. Schon alleine, weil wir dann die Möglichkeiten haben, die in Star Citizen bisher nur in der Alpha
vorhanden sind. Die Implementation hier ins Spiel von Elite Dangerous wird schwierig werden. Also da sehe ich schon einen Gewaltakt drin. Die werden es nicht dementsprechend so 1:1 umsetzen können. Aber man wird sich schon Mühe geben. Jetzt darf man natürlich auch nicht vergessen, Programmierer zu finden, die diese Umsetzung hinkriegen. Dürfte schon ein Gewaltakt an sich sein. Das in der Zeit dann auch aufzubauen, halte ich für ziemlich unwahrscheinlich. Ich denke mal, Fronti wird hier mehr Zeit brauchen, als wir uns als Community wünschen. Natürlich, angekündigt ist das jetzt für Frühjahr 2021. Allerdings denke ich mal, werden wir noch 1-2 Updates werden wahrscheinlich noch darauf folgen, wo wir dann hinter sagen, okay, jetzt greift's richtig. Die Verbissenheit, denke ich mal, der einzelnen Spieler liegt einfach in der Erfüllung ihrer Erwartungen. Ja, da gebe ich dir recht, definitiv. Du hast ja gerade nochmal die Entwicklung angesprochen, beziehungsweise den Punkt angesprochen, wo du denkst, dass 21 halt Elite Dangerous noch nicht komplett perfekt sein wird. Wenn ich jetzt aber über diese Thematik nachdenke, dann kann ich mir aber auch nicht vorstellen, dass seit Ankündigung von Elite Dangerous Odyssey bis zum Release, also 2021, das ist ja ein halbes Jahr oder sowas. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das innerhalb von einem halben Jahr schaffen. Deswegen hatte ich einen Gedanken gehabt, dass es vielleicht sogar schon vorher programmiert wurde, also Elite Dangerous Odyssey. Vielleicht, was denkst du darüber? Also ich könnte mir vorstellen, dass Frontier tatsächlich die Programmierung vielleicht schon sogar vor einem Jahr angefangen hat. Also wenn ich mir das Spiel so begucke, sieht es so aus, dass ich der festen Überzeugung bin, dass man das schon von langer Hand geplant hat. Man sieht allein schon, wie der eigene Char im Cockpit von der Außenansicht und so, wie der gefertigt ist und auch mit dem Holo-Me, nennt sich das bei Elite Dangerous, wo man die eigenen Charaktere ausgestalten kann, mit Haare, ohne Haare, mit Brille und so weiter. Das ist schon so ausgestattet, dass diese Charaktere später irgendwann mal aufstehen sollte. Denke ich auf jeden Fall, dass das von langer Hand geplant ist. Die Frage ist nur, finde ich geeignete Programmierer, die diese Idee in absehbarer Zeit so umsetzen können, dass man es ins fertige Spiel implementieren kann? Ich vermute, dass die Tatsache, dass man das Gelnet temporär hat fallen gelassen, die ganze Community-Ziele, die plötzlich fehlten, dass dieses ein Anzeichen war, dass man hier schon Ansätze gemacht hat, um eine Adaption in irgendeiner Form hinzubekommen, weil es sonst den Ablauf irgendwie gestört hätte. Ich habe selbst programmiert in früheren Zeiten, allerdings keine der Programmiersprachen, auf die ich damals gesetzt hatte, hat Erfolg gehabt. Also alles, was ich hatte, ist ebenso verstaubt. Aber man muss natürlich auch diese Dinge alle umsetzen. Und ich denke mal, der Ausfall von Gelnet und den Community-Zielen waren Anzeichen, um eine Adaptierung hier irgendwie hinzukriegen. Okay. Wird allerdings noch eine Weile dauern. Ja, das denke ich auch. Und ich denke, wir sollten vielleicht die Unterhaltung zum späteren Zeitpunkt nochmal weiter fortführen, weil die Thematik ist echt langwierig, definitiv. Also da kann man stundenlang drüber sprechen. Und wir sind ja schon in dem Video hier zum Punkt gekommen, wo das Gespräch ja schon fast eine halbe Stunde dauert. Deswegen wäre ich froh, John, wenn du vielleicht nochmal bereit wärst, mit uns über die Thematik zu sprechen, und da würden wir ein neues Video machen oder so. Was denkst du drüber? Ja, natürlich, immer wieder gern. Ich muss dazu jetzt noch ergänzen. Ich bin ja vorher in einer anderen Staffel gewesen. Ich bin jetzt hier zu dir nach X-Cos gekommen, weil ich als Spieler, die ein bisschen Leben sucht, ein bisschen Leben innerhalb der Gemeinschaft. Und das muss ich jetzt wirklich hier nochmal unterstreichen. Es gab
es gibt zahlreiche Staffeln, aber wichtig für mich als Spieler ist, dass man innerhalb der Gemeinschaft ein bisschen Leben hat. Und da muss ich sagen, fühle ich mich hier sehr gut aufgehoben. Man hat zahlreiche Spieler, die so erfahren sind, dass sie mit Tipps immer wieder einem so ein bisschen auf die Sprünge helfen können. Und ja, auch an dieser Stelle Lob an dir, dass du als Staffelführer für deine Community, für deine Member einfach da bist. Danke auf jeden Fall. Dankeschön für die netten Worte. Das freut mich sehr, dass du das so siehst. Ich sehe es genauso. Also wenn mal Zeit da ist und wenn alle sagen, okay, alles klar, ich habe jetzt mal Zeit am Samstag oder Sonntag oder weiß ich, egal wann, dass wir dann gemeinsam zusammen zocken können. Und wenn ihr auch mit dabei sein wollt und zocken möchtet, dann kommt einfach auf den GEMA oder Discord und dann kann man halt schauen, inwieweit wir gemeinsam irgendwie etwas unternehmen können. Gut, John, danke schön, dass du dabei gewesen bist. Ich freue mich schon auf jeden Fall auf das nächste Gespräch, weil die Thematik ist echt, wie schon erwähnt, weitläufig und man kann stundenlang darüber reden. Und ich würde mich auch freuen, wenn auch vielleicht noch andere dazukommen würden und mitdiskutieren möchten. Vielleicht noch 2-3 Personen, die zusätzlich ihre Meinung dazu äußern. Da denke ich, könnte man tatsächlich eine richtig, richtig coole Unterhaltung draus machen. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Danke, John, dass du da warst. Und ich freue mich schon auf das nächste Mal. Ciao, bis dann.